Servus, liebe YouTube-Gemeinde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Mir geht's nämlich gut. Und vielleicht schreibt ihr in die Kommentare hinein, wie gut's euch geht. Dann kann ich zurückschreiben. Es ist immer sehr gut, wenn man weiß, wie es den Menschen geht. Irgendwie, wenn es anderen gut geht, geht es einem selber auch gut. Genug des Guten. Heute geht es darum, wir werden uns einen kleinen Fingerretter machen. Denn wer kennt es nicht? Man schneidet sich auf der Kappsäge Dübeln oder Dominostangen herunter auf eine gewisse Länge. Und wenn man da schneidet, kommt man irgendwann zu diesem Teil hin, wo man entweder sagt, man schmeißt es weg oder man nimmt sich irgendein ein Stangel, also eine Leiste und hält sich das hin und dann schneidet man und oft zerreißt es dann im Kreissägeblatt, weil man es nicht gut festhalten kann. Im Stress quasi, wenn man arbeitet und man braucht es schnell, achtet man irgendwie weniger darauf und schneidet es trotzdem und es kann dann was passieren. Daher habe ich mir gedacht, ich baue mir eine Vorrichtung, wo ich das immer einspannen kann. Diese Vorrichtung ist dann hier, heute habe ich Zeit, heute ist Feiertag. Daher ist es super, das nimmt man dann und man kann damit arbeiten und es wird erleichtert, schneller geht's, sicherer geht's, genauer wird es, schöner wird es. Für die Maschine ist es besser, denn wenn sich das Teil hier zerfetzt quasi, ist das ja auch nicht unbedingt optimal. Und materialsparend ist es, man kann wirklich bis ans Limit gehen. Ich habe unlängst Dominos geschnitten mit einer Länge von 4 cm, habe sie dann aber nur gebraucht mit 3 cm und musste einen Zentimeter wegschneiden. Das war gefährlich. Standortwechsel. Wir werden das hier auf der Bandsäge grob zuschneiden und dann mit der Handsäge und mit dem Handhobel genau auf Maß bringen. Denn die große Maschine mit Absaugung will ich nicht aufdrehen. Wenn ich mit der Kreissäge ohne Absaugung schneide, staubt es extrem. Bei der Bandsäge hält sich das in Grenzen, denn die Absaugung ist sehr laut. Und am Feiertag, falls es Menschen gibt, die jetzt im Garten sitzen und essen, will ich nicht durch die Absaugung das Grillkotelett vom Teller saugen. Aber durch die Lautstärke erschrecken sie sich. Dann fällt das ganze Kotelett zu Boden. Der Hund isst es, der ganze Feiertag ist zerstört. Das habe ich gefunden im Abfalleimer. Das schneide ich weg, fahre einmal mit dem Putzhobel drüber. Das ist dann so breit, warte, ich hole einen anderen Domino. Das ist dann so dick wie der stärkste Domino. Das geht sich perfekt aus. Dann kann ich den Domino hier anlegen und halte ihn fest. Aber mit was halte ich ihn fest? Ich nehme hierzu eine Leiste, die ich hier auf einen Keil setze. Wenn ich drauf drücke, hält die das Domino oder den Dübel fest. Esche ist sehr biegsam, daher werde ich hier eine Esche nehmen. Wenn ich fertig bin mit dem Teil, werde ich circa haben wollen, einen Zentimeter oder 11 mm, reiße ich einmal 13, 14 mm an. So stark wird das circa. So, jetzt habe ich das mal abgeschnitten, werde das hier gerade hobeln oder gleich schräg, dann kann ich hier das so montieren, so schräg und kann hier das runterdrücken. Genau, das werde ich mir gleich schräg anreißen. Zuvor werde ich es aber gerade hobeln. Dieses Teil wird dann noch abgeschnitten in der Länge, aber jetzt lasse ich es mal länger, um etwas besser arbeiten zu können. Muss ich umdrehen, es reißt aus, das heißt gegen die Maserrichtung. Das Kiefer ist ein Wahnsinn, wie gut das riecht. Jetzt suche ich mir aber nur einen kleinen Winkel. Ja, immer kontrollieren, ob man im Winkel ist. Passt ganz genau. Und jetzt will ich diesen 14 mm Dübel so festklemmen. Das heißt, so, aber ich will ein bisschen mehr eigentlich haben, weil ich ja dann drücken auch will, lege ich das schräg, dann habe ich den stärker und hier nehme ich es mit der oberen Kante parallel und zeichne mir hier die Schräge an, die ich brauche. Soll ich das vorschneiden oder gleich hobeln? Ich schneide das vor.
spanne ich mir so ein, dass der Strich gerade ist. Dann brauche ich nur gerade schneiden. Hier ein Blatt für Längsschnitte. Wäre noch was Groberes, wäre mir noch lieber, aber egal. So, kontrolliere ich das gleich. Passt ganz genau im Winkel. Unten bin ich ganz genau, hier oben bin ich etwas schief gekommen. Kann man wieder nachkontrollieren. Und jetzt würde hier so dieses Teil aufliegen. Kann das hier hinein. Kann ich das mal grob testen. Drückt mir das nach unten, wenn es zu lange ist. Okay, hier müsste ich mir aufleimen, diesen Keil, den ich weggeschnitten habe. Dann habe ich hier eine Gerade. Das ist noch besser. Perfekt. Dieser Keil kommt hier rauf. Jetzt hoble ich mir hier mal eine Gerade. Um das jetzt zu hobeln, muss ich an die Vorderzange. Das sind meine Füllungen für diese Türen, die ich hier noch machen will. Also, wenn ich das nicht bald mache, werde ich das verheizen unabsichtlich. Schauen wir, wie gerade das ist. Das ist gerade. Hier bin ich auch schnurgerade. Jetzt reiße ich mir mit dem Streichmaß hier meine Stärke, nehme ich genau ab. Die Gerade hier übertrage ich mir jetzt auf die andere Seite. Und jetzt muss ich nur hobeln, bis ich auf diesen Strich bin. Dann bin ich genau parallel. Das ist jetzt ganz genau nach dem Strich. Und jetzt werde ich schauen, wie lange ich das Teil brauche, denn das hat hier einen Knick. Wo fängt dieser Knick an? Hier. Okay, diesen Knick kann ich hier rausschneiden. Das ist wunderschön, diese Esche mit Riegel. So, jetzt schaue ich, wie weit ich hier, normal hätte ich zuerst die große Fläche hobeln sollen. Dann wäre das einfacher mit dem rechten Winkel hobeln, aber ich bringe das schon hin, so viel Gefühl habe ich schon. So. Okay. Gegen die Maserung ist das hier. Hier muss man auch schauen, wenn ich hier zu viel Druck gebe, biege ich das rund und dann hobe ich. Nein. Na, was ist da jetzt? Also ohne Druck hier einklemmen. Passt. Aber hier muss ich den Hobel etwas weniger einstellen. Normal nimmt man einen Eisenhammer. Prozent gerade, ich hoffe, das kann man sehen. Und jetzt nehme ich mir hier den dünnsten Punkt, wo das die Leiste am schwächsten ist. Übertrage mir das. Sind nur ein, zwei Züge. Sollte schön aufliegen. Kann man das erkennen? Wie schön diese Riegel sind. Jetzt ist das gleich stark.
Ein Wahnsinn. So, probiere ich das hier anzwingen. Dann kann ich das schon probieren. Hier stellt das etwas auf. Das kommt hier angeleimt bis hierher. So, habe ich mir den Stich hier gemacht. Hier werde ich mir das aber gerade abstemmen. Das hatte so einen ausgefransten Schluss. So schaut das schöner aus, deutlich schöner. So, wie weit muss ich hier gehen mit Leim? Bis hierher circa. So, lasse ich ein wenig ziehen. Jetzt lassen wir den Leim trocknen. Das lege ich zum Ofen. In der Zwischenzeit werde ich hier ein wenig wegräumen und Schrauben herbringen, denn das werde ich schrauben. Falls diese Leiste einmal beschädigt ist, kann ich sie einfach ersetzen. Diese Hobelspäne hebe ich auf. Mit denen kann man wunderbar einheizen. Also sind besser als alles andere. Das beste ist das. Hinterzange zumachen. Vorderzange in der Zwischenzeit zumachen. Denn das ist viel besser für die Hobelbank. Das lege ich auf den Ofen. Jetzt spannen wir das Ganze aus. Jetzt stellen wir fest, dass das super hält. Und ist das hier eigentlich schön im Winkel? Ja, das kann ich gleich lassen. Diese eine Seite. Okay, hier muss ich ein bisschen hineindrücken. Dann könnte ich, so werde ich das hier montieren. Zack, hier werde ich es circa abschneiden. Das heißt, ich brauche hier, hier und hier eine Schraube. Habe ich mir gerichtet den Ausreiber. Einmal in der Mitte. Hier ist es gleich gut, wenn man dieses Loch nimmt. Da braucht man sich nichts unten hinlegen und kann durchbohren ordentlich. So. Das hänge ich mir jetzt hier mal an. Wie schneide ich das am besten ab? Hier schaut nichts vor. Hier auch nicht. Jetzt kann ich noch einmal Kanten brechen. Ah, hier hinten schneide ich es noch ab. Lass ich hier vorschauen. So, den Winkel haken. Immer wichtig kontrollieren, ob der Winkel passt. Kann man das erkennen? Wenn man das immer macht mit der Winkelkontrolle, bekommt man ein sehr gutes Gefühl für die Säge und es wird immer genauer und besser. Jetzt noch ein wenig Kanten brechen. Jetzt ist mir noch eingefallen, ich kann ja hier anzeichnen die Zentimeter. Naja, das war jetzt auch nicht so. 3, 4, 5. Andere Seite auch noch. 1, 2, 3, 5. Ich stelle das hier mit 4 cm ab. Jetzt werden wir das Ganze mit der Bandsäge versuchen und dann versuchen wir es mit der Kappsäge, denn eine Kappsäge werden mehrere zu Hause haben. Dann schauen wir, wie das funktioniert.
So, jetzt haben wir diese zwei geschnitten. 4 und 4. Sie sind ganz genau geschnitten. Also besser kann es nicht gehen. Und jetzt werde ich von diesem einen Stück mit 4, werde ich jetzt 2 mm wegschneiden. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich kann das hier nehmen, kann das hin und her schieben, wie ich es will, und schneide jetzt wirklich hier 2 mm weg. Oder einen noch. Also ich glaube, diese Vorrichtung macht echt Sinn für kleine Teile zum Schneiden. Wenn man kleinere Hände hat, kann man das hier noch etwas dünner machen, dass man hier schön, aber bei mir funktioniert das so perfekt mit den Daumen. Ich muss sagen, an der Bandsäge fühle ich mich mit diesem Teil noch wohler, weil es noch schöner arbeiten geht. Und an der Kappsäge geht es genauso. Vielleicht sollte es dazu etwas dünner sein. Ich werde das aber natürlich immer an der Bandsäge machen. Da kann nichts sein, fühle ich mich einfach wohler. Jetzt wäre interessant, wenn wir wissen würden, wie das Teil heißt. Vielleicht könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie wir zu diesem Teil sagen, also wie wir das taufen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Es ist ein wenig ein Musikinstrument, aber dann doch wieder nicht. Schreibt es einfach hinein, würde mich sehr freuen. Dann hat dieses Teil einen Namen, einen Platz werde ich jetzt suchen, wo es hinkommt. Und ich sage danke, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dieses Video, das hier ist, oder hier sind überall Videos, wenn ihr diese Videos anschaut, natürlich die Videos von uns. Also machen wir uns hier einen kleinen Deal aus. 4 Videos schaut ihr von uns an und dann dürft ihr wieder 2 Videos von anderen schauen und dann wieder 4 Videos von uns. Ich glaube, das ist fair. Das ist für jeden Beteiligten fair. Bleibt uns gewogen, gefällt mir drücken, den Kanal abonnieren. Seid beim nächsten Mal wieder dabei, würde mich sehr freuen. Und auch die Nadja würde es sehr freuen. Und der Erich hätte, glaube ich, auch eine Freude. Vielleicht rufe ich den Erich jetzt an. Vielleicht will er auf einen Kaffee vorbeikommen. Ich sage danke und ich werde jetzt Platz suchen. Tschüss, Baba.